Hey Leute, die 1.9 ist da und ich zeige euch mal schnell, wie man den Plugin-Server dazu macht. Schaut in die Videobeschreibung, geht auf den ersten Link, ladet euch dann auf der Seite, wo oben links Jenkins steht, die neueste Build-Tools-Jar herunter. Dazu drückt ihr links auf der Seite auf das neueste Datum und danach drückt ihr auf die Build-Tools.jar. Das runtergeladen braucht ihr noch ein Programm. Das Programm heißt Git, auch in der Beschreibung zu finden, zweiter Link. Einfach auf Downloads für Windows gehen, bei einem anderen Betriebssystem dann das jeweilige aussuchen. Das runtergeladen und installiert, erstellt ihr einen neuen Ordner auf eurem Desktop. Dort packt ihr dann die eben runtergeladene buildtools.jar hinein. Drückt dann einen Rechtsklick auf diese und wählt in der Liste Git Bash aus. Dort gebt ihr dann also in die Konsole den Befehl java -jar -buildtools.jar -rev1.9 ein. Drückt dann auf Enter und die nötigen Dateien werden heruntergeladen. Das kann etwas dauern, auf jeden Fall ein paar Minuten. Habt also etwas Geduld, bis es komplett durchgeladen hat. Wenn ihr das irgendwie unterbricht und die Dateien dann nutzt und es nicht geht, dann liegt es daran, dass sie vielleicht noch nicht ganz durchgelaufen ist. Also warten bis ganz zum Schluss. Im Ordner, wo sich die Buildtools-Jar befand, wurden nur nach Beendigung des Downloads weitere Ordner und Jars gebildet. Nun erhalten wir auch dort unsere Spigot oder CoreOfBucket.jar. Dann erstellen wir wieder einen neuen Ordner auf dem Desktop, nennen ihn zum Beispiel Spigot Server 1.9. Da packen wir dann die Spigot Jar 1.9 aus dem Ordner, wo die Buildtools-Jar enthalten war, rein, erstellen ein Textdokument in dem Server-Ordner und geben dort dann in die erste Zeile @echo_off ein, in die zweite Zeile java -xms 512 xm -xmx 1024 m -jar -spigot.jar ein. Dann in der dritten Zeile Pause. XMS steht für den Wert der minimalen Arbeitsspeicherzugabe und XMX für den maximalen verwendbaren Arbeitsspeicher. Könnt ihr dann immer hoch 2 rechnen oder dann immer plus 1024. Also bei 2 GB sind das dann 2048, 4 GB 4096, dann kommt 8192 und so weiter. Danach gehen wir in der Textdatei oben links auf Datei und gehen unter Speichern unter. Und speichern sie im Serverordner und nennen sie start.bat. Danach könnt ihr das Textdokument wieder löschen und müsst jetzt noch die Spigot-Jar umbenennen, also die 1.9-Version, sodass sie zum Befehl passt, der in der start.bat-Datei steht. Heißt, wir müssen spigot.jar-1.9 umbenennen in Spigot. Das gemacht, können wir den Server starten. Beim erstmaligen Starten wird noch das Akzeptieren der Euler verlangt. Im Serverordner befindet sich nun eine Euler-Datei. Diese öffnen wir und setzen den Wert false in true um. Danach können wir den Server ganz normal wieder starten, über localhost joinen und Plugins verwenden. Ihr müsst selbst mal ausprobieren, welche Plugins kompatibel sind. Also so gleich nach dem Update kann es vielleicht noch dazu führen, dass einige nicht ganz wollen, nicht ganz laufen und... Ja, wie gesagt, müssen wir entweder ein bisschen warten, bis neue Updates kommen, oder einfach die Version probieren, die wir jetzt schon haben. Ja, manchmal funktioniert das sogar auch. Derweil bin ich auch meine Playlist am Durchschauen und testen, welche Plugins schon einwandfrei auf der 1.9 funktionieren. Ansonsten könnt ihr mir auch dabei helfen und selbst Plugins testen und dann schreiben, was schon so funktioniert und alles drum und dran. Ja, dann, okay. Bei weiteren Fragen, Kommentar oder Pin an mich. Und wenn es das mal wieder gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.